Hallo und schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Carpa the Jump. Und wir haben beim letzten Mal ein wunderschönes goldenes Carpador an der Angel gehabt. Ich bin immer noch total gehypt. Hab offscreen noch ein bisschen trainiert und wir werden jetzt auch weiter brav trainieren. Und guck mal, da ist mein Nafi. Wir haben schon einen Haufen Futter gefunden und dann kommt dieses Manafi angeschwebt und bringt noch ihre Freunde mit. Oder seine Freunde. Naja, Manafi hat, glaube ich, kein Geschlecht. Aber ja. Es hilft auf jeden Fall unserem Mr. Go ziemlich, dass hier so viel Futter rumliegt. Und dann werden wir uns in wunderbare, schöne Trainingseinheiten gleich stürzen. Da bin ich auch schon gespannt, wie weit wir da kommen. So, auf jeden Fall, Pikachu kann uns auch noch ein paar Erfahrungspunkte geben. Sehr gut. Und zu Plinfa kommen wir dann später. Wir trainieren erstmal Mr. Gold. So. Als erstes werden wir einen wunderschönen Baum fällen. Tackle. Ich wusste gar nicht, dass der Baum dann immer so wackelt. Na egal. Auf jeden Fall, die Sprungkraft ist gestiegen. Wir haben auch einiges an Erfahrungspunkten bekommen, was richtig, richtig nice ist. Also Level 19 ist schon mal drin. Und ehrlich gesagt möchte ich mich in die Liga erst mit diesem wunderschönen Prachtexemplar von Fisch stürzen, wenn es dann das Maximallevel erreicht hat. So, weiter. Okay. Hat doch mal super geklappt. Gut. Dann haben wir noch eine Gelegenheit. Und Plinfer wird ja gleich auch zum Zug kommen und uns noch eine Trainingseinheit bescheren. Und ja, mach doch mal. Gut. War jetzt nicht so erfolgreich, aber besser als nichts. Plinfer hat uns erstmal geholfen und einen Trainingspunkt wiederhergestellt. Obwohl, ich bin gerade am Überlegen. Naja, rein theoretisch können wir doch schon ein bisschen was von der Liga machen. So. Dann haben wir etwas, wo wir bei der nächsten Folge dann ansetzen können, dass wir die Liga dann weitermachen. Nicht, dass die nächste Folge dann. Nein, nicht. Nicht. Nein. Nein, 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 nein. Also, ja. Was wollte ich sagen? Ah, Elsa. Elsa, Elsa, Elsa. So viele Gedanken im Kopf und dann, naja, egal. Wisst ihr was? Wir gehen doch schon mal zur Liga und machen ein paar Kämpfe, damit die nächste Folge dann nicht so lang wird. Und je nachdem, wie erfolgreich Mr. Gold sein wird bei der Liga, könnte es sogar sein, dass die nächste Folge, was rein theoretisch die 10. Folge, wenn es mich nicht täuscht, sein wird. Ja, dann die letzte sein. Auf jeden Fall, den ersten Ligakampf haben wir schon ganz gut wegstecken können mit Mr. Gold. Und das Beste ist ja, dass wir mehr Gold kriegen, also mehr Münzen. Denn eine Eigenschaft von diesem goldenen Fisch ist ja, dass wir 80% mehr Gewinn machen. Was schon richtig nice ist. Und Idol alle, okay. Und da kriegen wir einfach mal einen Trainingspunkt geschenkt. Sehr schön, danke schön. Also Training, das ist eigentlich, kann nie schaden. So, Duell Nummer 3. Ich würde sagen, machen wir auch. Ich würde mal bis.
zu 5 gehen, also bis zur 5. Und dann gehen wir wieder ins Aquarium zurück. Absolvieren die Trainingseinheit und ja, das klingt schon mal nach einem guten kleinen Plan. Und ja, Duell Nummer 4 wartet auf uns. Sollte eigentlich machbar sein. Ja, sage ich ja. Es ist machbar. Schöne. Und die ganzen Münzen sind noch besser. Oh. Und da kriegen wir sogar noch einen Trainingspunkt. Das ist aber lieb. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ich meine, Training ist ja immer gut. Okay, Duell Nummer 5 wartet auf uns. Und ja. Ja, stimmt. Das ist ja dieses wunderschöne Caparina. Oh Gott, dieser Name triggert mich so extrem. Ach ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir Caparina geschlagen. Und ja. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Aquarium, um Mr. Gold noch ein bisschen zu trainieren. Auf jeden Fall sind wir schon ein bisschen weiter gekommen, was schon ganz gut ist. Und so viele leckere Beeren. Ah, yam, 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 yam. Das freut das Carpador. Es ist einfach glücklich und zufrieden und wird jetzt frisch, fröhlich, einfach weiter trainieren. Mit Litomit. So, Dreschflegel. Gut, die Sprungkraft ist wieder gestiegen. Und da kommt noch eine kleine Zwischensequenz. Cool. Das Nugget. Oh, in Verbindung mit diesem goldenen Carpador ist es gar nicht mal so schlecht. Okay, 28 Münzen haben wir dazu gekriegt und ich mag dieses Carpador. Das bringt uns übelst viel Geld ein. Ach, schön. Okay, jetzt ist dieser Sprungzähler dran. Dann wollen wir doch mal springen, bis wir nicht mehr können. Hopp, 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 hopp. Ja. Naja, der Wilde war da. Aber immerhin 572 Punkte. Ist jetzt natürlich nicht so die Welt. Aber es ist immerhin besser als nichts. Und ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal zum Abschluss dieser Folge nochmal in die Stadt in Anführungsstrichen gehen und einfach mal im Laden gucken, was wir so Wunderschönes noch kaufen könnten. Ja, wir könnten Beeren aufwerten. Die Yonago-Beere gibt es erst ab Züchterrang 15. Über die anderen Beeren reden wir nicht drüber. Und wow, Lava-Keks erhältlich ab Züchterrang 42. Okay. Training? Wie sieht's damit aus? Wie sieht's mit dem Training? Oh, eine Ballonpumpe. Oh, wisst ihr was? Das interessiert mich echt. Die Ballonpumpe habe ich jetzt mal gekauft. Und ich werde sie ein klitzekleines bisschen aufwerten. Rang 5 sollte erstmal genügen. Und diesen Sandsack sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen aufpolieren. So. Obwohl, das lohnt sich eigentlich kaum. Naja. Sprungzähler mache ich auch nochmal so ein bisschen hoch. Auch den Little Mitstoß. So. Und ja, Baum werde ich jetzt lieber so lassen. Aber ich werde noch ein paar Beeren aufwerten. Mit dem restlichen Geld, was wir noch haben. Und zwar vielleicht die Zitrobeere. Okay.
Die Pirsifbeere ebenfalls noch ein bisschen. Und that's it. Das war's. Ach doch, doch, doch. Theoretisch können wir noch einmal die... Ja. Sehr schön. Und damit haben wir nur noch 0 Münzen. Wir sind pleite. Alles klar. Aber wir, ja, es bringt ja was. Und das ist schon gar nicht mal so verkehrt. So. Ich würde mal sagen, sobald Level... Na, schaffst du noch Level 20 in dieser Folge? Och komm, Mr. Gold. Komm, zeig mal, wie du springen kannst. So, da sind ein paar wunderschöne Beeren. Ne? Es wäre so schön, wenn du in dieser Folge noch ein Level abkriegst. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt überhaupt nicht viel. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Na komm. Na bitte. Sehr gut. Und wir haben sogar noch einen wunderschönen Bonus bekommen und sind damit auch nicht mehr pleite. Ich würde sagen, für diese Folge ist jetzt Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.